So. Ja, dann können wir jetzt nochmal anfangen. Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran, Commander. Ja, ich möchte aber gerne die Jägerwaffe erforschen. Oh, aber das ist ja auch schnell fertig. Trotz des unerwarteten Ausgangs unserer Tests des psionischen Tors. Da war eine Alien-Einrichtung in Chile. Setze Kurs auf Sektor 15. Westasien. So. Ich denke mal, es wird noch ein Video geben oder so. Jetzt, wo War of the Chosen quasi offiziell beendet ist. Ein weiterer Meilenstein für unsere Forschung. Hallo, Commander. Ich werde sofort mit der Forschung beginnen. Auf jeden Fall die Jägerwaffe zu Ende forschen, die ist wichtig. Gibt vielleicht doch kein Video. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Elysium. Abgesehen von der Attentäterin der Ältesten ist mir kein anderes Alien begegnet, der seine Waffe so sehr schätzte wie der auserwählten Jäger. Und das wohl zu Recht. Dieser auffallend schmale und glatte Gewehr belegt die Fähigkeit der Aliens, ein System in seiner reinsten Form zu fädeln. Das Gewehr des Jägers ist im Grunde eine Magnetwaffe, doch noch ein unbekanntes Material, das für den Lauf verwendet wurde, beschleunigt die Kinetikgeschosse deutlich und zusätzliche Energie zu erfordern, wie es sonst bei einer solchen Verbesserung der Fall ist. Ein im Zielfernrohr integriertes fortschrittliches Zielsystem ist entscheidend für die Effektivität der Waffe. Ich habe festgestellt, dass es seine Energie unabhängig aus einer der kleinsten Energiezelle auf Illyrium-Basis bezieht, die mir je untergekommen ist. Ich bezweifle nicht daran, dass der Jäger selbst ein ausgezeichneter Schütze war, aber ich bin ebenfalls überzeugt, dass die Ballistikcomputer auch unsere durchschnittlichen Soldaten wie Helden aussehen lassen wird. Hey, egal. Die Nachtkralle und die Nachtlanze. Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. Gut. Nochmal kurz das hier abblenden lassen. Und das wurde ein Flammenwerfer. Toll. Gut. Dann will ich mal eben den Avatar-Autopsie-Schattenprojekt abschließen. Was sind das eigentlich für eine Forschung, die er jetzt gerade macht? Ich arbeite immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Verbesserte Strahlenwaffen. Oh, klingt das gar nicht mal so schlecht. Lassen wir das mal auslaufen. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich eine Mission ins Gesicht. Es freut mich, dass unsere Zusammenarbeit den gewünschten Erfolg hatte. Fähigkeitspunkte. Die Ergebnisse unseres Durchbruchs sind ziemlich faszinierend. Nur Schaden plus 1. Unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen, Commander. Was ich jetzt noch machen will. Hier noch mal gucken. War das nicht hier immer? Wo ich das gefunden hatte. Gut. Dann würde ich sagen, ist es jetzt an der Zeit, also die Autopsie durchzuführen.
Scheiß auf die andere Forschung, wo sie gerade bei sind. Avatar-Autopsie. Die Aliens haben eine ausgeklügelte neue Gesellschaft, eine Regierungsstruktur sowie ein System zur gründlichen Manipulation installiert, nur um die Erschaffung des sogenannten Avatars voranzutreiben. Auf Kosten von unzähligen Menschenleben haben sie es letztendlich vollbracht. Das erforschen wir jetzt. Diese Kreatur ist die beinahe perfekte Fusion von Menschen und ältesten DNA. Diese Kreatur ist stark, scheint aber noch unfertig zu sein. Vielleicht konnten wir sie am Ende nur deswegen besiegen. Dennoch bleibt mir nur eine logische Schlussfolgerung. Wir hatten solche Hoffnung. Ich glaube, das hier ist unser Avatar. Aha, nett. Gut, das dauert 7 Tage. Muss man eben die Soldaten durchsuchen. Die Waffen will ich nämlich wieder zurückhaben. Angefangen. Nee. Sämtliche Special-Waffen zurück. Also einfach nur zurück. Die sollen nämlich beim Finale hinterher dann zur Geltung kommen. Stopp, 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 zurück. Irgendeiner von denen hatte, ich glaube, das war im Gamma-Team. Gizmo, du änderst mal eben dein Katana in die Fusionsklinge. Demon hat nur die Schlangenrüstung, die kann ich ja freischalten. Bonsai, das ist auch noch nix. Kaber, du hast gar nichts. Stalker, nope. Viking war es, glaube ich. Valkyrie war es, glaube ich, die Äxte hat. Genau. Warum mache ich das? Wenn wir dann jetzt ein Finale haben, dann will ich auch die neuen Waffen haben. Die haben nämlich alle super Vorteile, das macht das Spiel noch für mich einfacher. Und dann habe ich auch besser Kontrolle darüber. Und irgendeiner aus dem Omega-Team hat es auch noch. Ich glaube, Cobra war es. Cobra, glaube ich, die Superwaffe, ne? Ja. Du musst dich leider von deiner Lieblingswaffe trennen. Dafür kriegst du aber die Sturmkanone und die ist auch super. Du kannst auch dein Plasmagewehr nehmen. Ist die sogar grün? Dann ist es einer aus dem Gamma-Team, der die Waffe normalerweise trägt. Dann behalte mal die Sturmkanone. Dann kriegst du auch super Vorteile dafür. Zielsicherheit. Was haben wir dann noch? Magazingröße, ja. Erhöhte Crit-Chance vielleicht noch. Chance auf Bonusaktion, ne? Ist auch nicht schlecht. So, das ist nämlich auch super Zeug. Gut, das war Cobra Deathadder. Sieht nicht nach einer Special Waffe aus. Ne, ja, die hat keine Special Waffen. Bolt. Ja. Da auch nix. Nox hat auch nix. Margrave kann sowas nicht haben. Das war die ursprüngliche Waffe von ihr.
nicht noch ein Major hier unterwegs? Ja gut, die meisten sind wahrscheinlich noch aus dem Delta-Team, die Major sind und so. Oder aus dem Sigma-Team, das kann natürlich auch sein. Aber das ist Delta hier. Die stammt aus Sigma. Die nochmal alle durch. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Predator. Eins, zwei, drei. Die Pistole fehlt noch. Scheiße, wer hat denn die? Oh Gott, das kann nur ein Scharfschütze sein, der die Pistole hat. Viele Scharfschützen haben wir nicht. Gefunden. Aber das ist nicht die Waffe, das ist eine andere. Kann sie auch behalten. Ich glaube, der hat irgendeinen aus dem Omega-Team. Bolt. Ne, doch nicht. Krass, wer hat denn die Waffe? Für einer von denen? Ne. Das ist mir jetzt komisch. Also ich habe 1, 2, 3 laut der Liste hier. Denn 4. Wo ist denn die andere Waffe hin? Ich könnte jetzt klicken auf alle Waffen zurück, aber das wäre jetzt sehr schlecht, wenn ich das machen würde. Schnitte haben ja keine Pistole, oder? Oh, schwierig. Ich habe eine Waffe verloren. Ich suche, finde sie nicht mehr. Eine Waffe, die eigentlich nur ein Scharfschütze tragen kann. Eigentlich. Oh, existiert die gar nicht mehr?
Ich bin ratlos. Irgendwo ist die Waffe, aber ich weiß nicht wo. Tja, da habe ich die Waffe hier eben verloren. Wir müssen nicht ewig rumeiern damit. Ich habe die meisten Waffen. Reaktion, Grafos, Psi-Labor. Anzeigen lassen kann ich mir ja nicht, wo die Waffen sind. Tja. Vielleicht taucht sie noch irgendwann auf.